Adressen von rechts nach links. Und zwar in den traditionsgemäßen Situationen, besser noch den Libero des FC Barcelona, Torres, überspielt. Ziel von Föst im Augenblick, das Spiel zu beruhigen, zu sich selbst zu finden. Ulmer, Schaman, Hering. Wieder Reschak und Neskens. Die Angriffsspitzen von Barcelona wechseln die Positionen. Klare sehr oft auf der rechten Seite und dafür Reschak links. Foul an Milanovic von Neskens. Ungewöhnlich breit und ungewöhnlich lang. Es hat Ausmaße von einer Länge von 103 Metern im Spiel des FC Barcelona an. Stering. Ulmer. Brzic für Milanovic. Huberts. Wieder. Im Augenblick Vorchecking von dem, wie ich schon gesagt habe, viel Pech dabei war. Stering, Neskens, Reschak, Neskens, wieder Reschak. Riffe. Und Tor durch Klares sein würde, beginnen sich zu erfüllen. Neskens, noch immer Neskens, abgepfiffen. Schaman. Gute Möglichkeit für Ulmer. Und herrlich reagiert von Mora. Es kommt nicht daran, die Spielmacher nah zu decken. Neskens. Und er zwingt noch gegen Milanovic einen Eckball. Neskens. Scheu zu nehmen. Er hat gesagt, 100.000 in Barcelona, das ist nicht viel anders als rund 28.000 im Vollbesetzten. Die Niederlage erträglich zu gestalten, das muss jetzt die Absicht der Linzer sein. Reschak. Torres. Neskens. Wieder Torres. Die Mannschaft steht zwar zur Verteidigung bereit, ist aber nicht vor dem Klares. Neskens. Jedenfalls ein Freistoß, eine milde Strafe. Die 45. Minute. Ist vorbei. Freistoß noch für